Hallo und herzlich willkommen, lieber Stier. Mein Name ist Siru Sabine und ich möchte gerne mit dir hier schauen, kurz, knapp, knackig, was musst du für 2023 noch wissen? Wo gibt es vielleicht noch ein Thema, was du anschauen darfst? Wo gilt es, eine Entscheidung zu treffen, einen Abschluss zu finden? Whatever. Wir schauen uns das an hier. Was ist für dich für 2023 noch wichtig? Was musst du noch wissen? Achte bitte darauf, dass diese Information nicht auf alle 1:1 zutreffen kann. Nimm dir bitte das heraus, was dir dient. So, was muss Stier für 2023 noch wissen? Eine Karte hätte ich bitte gerne noch. Da, drei große Arcana-Karten, mein lieber Stier. Das ist ziemlich kraftvoll. Wir haben die Mäßigkeit, wir haben den Gehängten und wir haben die Gerechtigkeit. Ja, allein dadurch, dass es drei große Arcana-Karten sind, ist das schon mal eine sehr, sehr kraftvolle Energie. Es geht um Heilung. Die Mäßigkeit, da geht es um Heilung, es geht um Balance, es geht um ja, innere Ausgeglichenheit. Der Gehängte sagt, betrachte deine Situation aus einer anderen Perspektive. Nimm dir gegebenenfalls Zeit für Ruhe. Wir haben hier mit der Mäßigkeit Patience, das ist Geduld. Wir haben mit dem Gehängten eine gewisse Form von Stillstand, von Pause, von Ausruhen, von bei dir ankommen. Und wir haben mit der Gerechtigkeit die Balance. Also es geht um eine Balance in dir. Es geht vielleicht sogar auch darum, altes Karma jetzt endgültig zu heilen und abzuschließen. Es geht um eine Entscheidung, um eine gerechte Entscheidung. Ja, was ist Gerechtigkeit? Da geht es schon los und da darfst du direkt mal deinem Ego mal freien Lauf lassen und mal hinspüren. Was erzählt dir dein Ego zu Gerechtigkeit? Lass ich jetzt mal so stehen. Eine klare Entscheidung. Wir haben mit der Balance auch die Waage, die Ausgleichung, die Ausgeglichenheit, die Balance in dir. Vielleicht sogar auch eine Balance zwischen innen und außen. Vielleicht sehnst du dich nach Ruhe und Entspannung. Oder du darfst hier eine Thematik, die wo es um Heilung geht oder wo es um Entscheidung geht, aus einer anderen Perspektive, sprich aus einem anderen Blickwinkel betrachten. So, wir schauen uns das mal an und holen uns jetzt hier mal drei weitere Karten zur Klärung. Da haben wir schon drei. So. Die Königin der Stäbe, da haben wir wirklich die Leidenschaft, die Lebendigkeit, das Aufstehen für dich. Vielleicht darf hier ein Anteil in dir, der der Königin der Stäbe entspricht, heilen, neue Kraft schöpfen. Wir schauen uns mal die weiteren Karten an. Der Ritter der Kelche und die sechs Schwerter. Aufbruch zu neuen Ufern. Die Königin der Stäbe, die hier in die Heilung hineingeht oder aus dieser Heilungsphase herauskommt, sieht womöglich diesen Ritter der Kelche mit ganz neuen Augen. Der Ritter der Kelche, das kann eine Einladung sein, zum Weihnachtsmarkt, zu einer Tasse Kaffee, ein romantisches Date, was auch immer, was du hier in einer neuen Perspektive betrachtest. Vielleicht ist auch hier, dadurch, dass wir den Gehängten hier haben, eine Verabredung abgesagt worden.
Vielleicht hast du sie abgesagt und bist nicht hingegangen. Vielleicht auch, ich habe ja eben hier auch das Ego angesprochen und das kommt gerade wieder rein. Finde ich sehr interessant. Vielleicht hast du auch gesagt, weißt du was, dieser Ritter der Kelche hat mich schon mal eingeladen und hat mich dann sitzen lassen und war nicht da und das ist nicht so gewesen, wie ich mir das gewünscht hätte. Und hier nehme ich aber auch wahr, dass einige von euch hier das Ganze sozusagen mit gleicher Münze zurückzahlen möchten. Finde ich sehr spannend. Die sechs Schwerter, du bist hier auf einem Weg, du bist hier auf einer Reise mit noch etwas zitterigen Knien. Du gehst hier oder segelst hier neuen Ufern entgegen und vielleicht hast du in dir einen Mut aktiviert über die Königin der Stäbe und hast gesagt, ich erlaube mir jetzt mal, für mich einzustehen. Und vielleicht war hier lange Zeit ein Stillstand, lange Zeit ein Ritter der Kelche, der sich hier überhaupt nicht bei dir gemeldet hat, der jetzt plötzlich wieder auftaucht und du sagst ganz schlicht und ergreifend, nö. Oder du würdest das gerne machen, aber so ein bisschen schwankst du vielleicht noch, so ein bisschen schaust du noch hin, wie soll sich das dann entfalten? Wo soll das Ganze hingehen? Wie darf sich das dann zum Ausdruck bringen? Das steht hier gar nicht zur Debatte. Das, was ich hier wahrnehme, lieber Stier, ist, dass es darum geht, zu dir zu stehen. Dass diese Königin der Stäbe, die hier in dir aktiviert wurde, die hier in dir geheilt worden ist, jetzt einen komplett neuen Blick auf eine Situation, auf eine Einladung hat und hier aber auch sagt, ich gehe neue Wege. Ob du diese Einladung jetzt ablehnst oder in einer neuen Energie dorthin gehst, ja, das wird sich zeigen. Wichtig ist, dass du für dich erkennst, dass du verantwortlich für dich und deine Entscheidung bist und diese Entscheidung nicht davon abhängig machst, ob hier eine Einladung auf dich zukommt oder nicht. Der Weg, den du gehst, der sollte aus dir herausgegangen werden und der sollte, ja, durch dein Feuer, durch deine Leidenschaft entfacht sein. So, ehe mir jetzt hier alle Karten auf den Tisch fallen, möchte ich gerne noch eine Botschaft deiner Seele dazu. Mache langsam, hier steht's, der Gehängte, mache langsam. Rase nicht durch dein Leben, sondern achte auf dein Tempo und auf dich. Vieles entgeht sonst deinem Blick. Wir haben hier die Balance, die Ausgeglichenheit, die Geduld. Wir haben zwar auch die Leidenschaft. Vielleicht entdeckst du auch deine Leidenschaft für dein eigenes Tempo. Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Der Gehängte, ein neuer Blickwinkel auf dein Leben, auf Situationen, auf die Geschwindigkeit in deinem Leben. Drei große Arcana-Karten, sehr viel Kraft, sehr viel Energie und mit der Gerechtigkeit hier eine ganz klare Entscheidung für dich. Was ist dein perfektes Tempo in diesem ausklingenden 2023? Achte auf dein Tempo, achte darauf, wo du vielleicht schnell zusagst oder leichtfertig absagst, spüre genau in dir nach, welche Entscheidung steht jetzt noch an für dich und wie trägt diese Entscheidung dich hier auf deinem neuen Weg. Spüre hin und ja, gestalte diesen Jahresabschluss in deinem Tempo.